Hallo meine Lieben und willkommen zurück zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Und heute soll es wieder ein bisschen Master Duel Content geben. Ich muss tatsächlich gestehen, dieses Spiel hat mich wieder so ein bisschen in seinen Bann gezogen. Mich stört natürlich immer noch, dass wir hier nicht sein können, dass es hier halt keine drei Duelle gibt. Aber dieses Spiel soll natürlich ein bisschen schneller sein als unser TCG, wie man es halt so kennt. Damit man hier natürlich auch so zwischendurch mal spielen kann, wenn man, weiß ich nicht, unterwegs ist oder sonst was. Denn ihr könnt es natürlich auch auf eurem Handy spielen. Und das ist eigentlich ganz nice, das muss man ganz klar so sagen. Und ich würde sagen, wir haben jetzt erstmal genug geschnackt und wir starten direkt rein in das Game. Und wir befinden uns auch direkt in meiner neuesten Deckliste von Rika. Ich würde sagen, wir gehen gleich mal das Deck durch. Ich habe jetzt ein bisschen gegrindet. Wir sind jetzt, glaube ich, bereits in Gold 3 oder Gold 4. Und bis dato habe ich gespielt, das kann ich euch ja auch mal zeigen, Evil Twin. Und das hat wirklich sehr gut performt. Aber jetzt bei Gold treffen wir vermehrt auf Tierlements, auf Labyrinth und so weiter. Und da muss man ganz klar sagen, da bräuchten wir viel mehr Boardbrecher. Und Evil Twin funktioniert halt viel besser mit Handtraps. Und deswegen ist das Deck leider Gottes ein bisschen zu langsam gegen halt die ganzen Metadecks. Und deswegen spielen wir jetzt in Gold Rika. Und ich muss sagen, klappt gut. Klappt sehr, sehr gut. Wir haben hier natürlich nicht nur Rika pur, wir haben hier auch Rika mit San Avalon, weil das halt einfach in sich unfassbar konstant ist und wir halt durch die San Avalon Engine hier in unsere Jasmin kommen und die sucht uns unter anderem dann hier unsere Rosenpeitsche und mit der Karte gewinnen wir halt ganze Games. So, wir gehen jetzt mal durch. Wir haben hier natürlich dreimal unser normales Monster. Den wollen wir auf jeden Fall aufs Board bekommen, sei es durch einen Normal Summon von ihm natürlich oder durch unerwarteten Die. Das ist eigentlich total egal. Oder wir können uns auch diesen Dude suchen durch Miniaturwelt. Auch eine Option, beziehungsweise wenn wir gegen Labyrinth spielen, werden wir uns eher aufs Grinden einstellen. Das heißt, wir werden dann über unser Blütenblatt ins Spiel kommen. Ja, dann haben wir als Handtraps zweimal die Effektverschleierin. Hier dann, wie angesprochen, zweimal Blütenblatt, einmal Kurikara, Gottheitsinkarnation. Einfach nur als valides Target für Miniaturwelt, damit wir was vom Deck wegmischen können, damit wir gegebenenfalls uns unsere Einzelfeuerblüte suchen können, sofern wir natürlich noch eine Normal Summon übrig haben, beziehungsweise wenn wir sie auch auf der Hand haben, können wir sie halt von der Hand auch verbannen, dann hier unsere Einzelfeuerblüte, deswegen spielen wir die auch auf 2 und schon kommen wir in unsere ganzen Pflanzenmonster rein, das ist halt auch sehr, sehr gut. Dann spielen wir, wie angesprochen, unsere Rosenpeitsche. Lest euch den Effekt durch, der ist so insane, der gewinnt wirklich Spiele. Dann dreimal Ash Blossom, kann halt immer noch gut kommen, aber gegen Tierlements muss man ganz klar sagen, ist sie suboptimal. Aber wir haben natürlich auch in dem ganzen Goldsektor noch diverse Rogue-Decks, da kommt sie einfach so gut, deswegen können wir sie noch nicht rausnehmen. Dann haben wir einmal unsere Primel, dreimal unsere Prinzessin natürlich, zweimal unsere Rika Fee, also die Pfingstrose, das Schneeglöckchen auf 1, dann unsere Furion Engine, da haben wir zweimal die Lilly und einmal den Regulus. Unfassbar gut, wenn wir die Lilly aufs Board bekommen und den Regulus auch an sie ranhängen können, dann haben wir auch unser Omni-Negate auf dem Board, auch nicht so schlecht. Dann, wie angesprochen, dreimal unerwarteten Die, weil sie uns halt durch sie dann ins Spiel bringt. One-Card-Combo, unfassbar stark. Dann haben wir dreimal Rika Glanz, zweimal unsere Aussaat. Ist okay, ich würde sie, glaube ich, auch noch auf 2 lassen. Falls wir sie einmal hart auf der Hand haben, können wir uns sie halt trotzdem noch suchen durch Dryas. Dryas ist übrigens nicht Once per Turn, beziehungsweise ist das ein Soft Once per Turn, dass wir uns sie suchen können, auch nicht so schlecht. Und wir verraten halt dadurch halt auch weniger von unserer Hand. Denn man muss hier auch ganz klar sagen, unsere Hand, wenn wir wirklich Full Combo hinlegen können, wir haben vielleicht eine Handkarte noch, die unser Gegner nicht kennt. Und das ist natürlich ein bisschen suboptimal, aber wenn wir natürlich unser Board hinlegen können, dann kann der Gegner natürlich oder hat extreme Probleme dadurch zu spielen, dann haben wir eigentlich schon gewonnen. Dann natürlich noch einmal die Fieldspell von den Furions und dann dreimal das Kong Kong. Ich habe schon überlegt, ob ich die vielleicht cutte auf 2, weil die Karte alleine nichts macht, beziehungsweise wir brauchen halt ein Rika-Monster auf dem Board, damit wir halt eine Zauberfalle setzen können. Vielleicht cutten, wir cutten die mal. So, wir cutten sie jetzt einfach mal. Dann haben wir hier noch zweimal die Impermanence und einmal die Platte. Wir könnten auch noch die Wailer cutten für Ghost Mona. Ah, könnten wir auch machen. Ist ein bisschen schneller, beziehungsweise wenn dann Tierlements auch in unserem Spielzug spielt, können wir mit ihr auch mehr anfangen. Könnten wir auch machen. Wir können sie auch komplett rausnehmen, aber ein bisschen Non-Engine brauchen wir halt.
Schwierig. Und das Besondere an ihr ist halt, sie hat auch 0-0, ist Stufe 1. Wir können sie halt dann theoretisch auch für Miniaturwelt benutzen. Die Ghostmonster hat, glaube ich, 0 und 1800. Wollen wir es probieren? Wir können es probieren. Wir könnten es probieren. Effektwähler könnten wir halt auch so von der Hand machen, wenn unser Gegner eine Norm ist, damit macht. Können wir halt mit ihr auch nicht machen. Ich würde sagen, wir lassen das Deck mal so. Wir lassen es mal so und ich zeige euch jetzt mal, wie gut das performt. Beziehungsweise, ich habe noch was anderes für euch. Genau, wir speichern auf jeden Fall. Wir sind jetzt, fällt mir gerade auf, wir sind das extra Deck gar nicht durchgegangen. Wir haben natürlich zweimal die Strenner, einmal nur die Ritterkönigin. Wir haben hier halt auch extreme Platzprobleme. Und dann haben wir einmal unser Hyperiton, den werden wir meistens durch den Effekt von der Strenner dann beschwören. Dreimal den Baum natürlich, den brauchen wir auch tatsächlich auf drei in unserer One-Card-Kombo. Spielen wir alle drei dann aus. Zweimal unseren Heiler spielen wir auch aus. Dann haben wir noch den Drescher, den könnte man noch weg, also den könnte man theoretisch ersetzen, aber der ist nicht so schlecht. Dann zweimal die Jasmin brauchen wir auch beide und dann haben wir noch einmal unsere Tanzpione. Wenn unsere Hand suboptimal aussieht oder wir viele Spells, Traps auf der Hand haben und wir können sie wenigstens bauen, treffen wir auf jeden Fall ein Pflanzenmonster. Also, weil wir können bis zu drei Karten, wenn wir sie Link beschwören, in den Friedhof senden und ja, da treffen wir auf jeden Fall was und dann können wir dann halt bis zu zwei Pflanzenmonster sogar wieder spezial beschwören, die wir ausgegraben haben. Also wir senden nicht in den Friedhof, das war glaube ich jetzt falsch gesagt. Wir graben drei Karten aus, können dann halt zwei Pflanzenmonster spezial beschwören und der Rest geht dann in den Friedhof. So ist eigentlich richtig. Dann haben wir noch Melias, specialt uns wieder ein normales Monster, also hier den unser Genie hier, unser Loki. Und dann gehen wir in unseren Berg Beng-Halanzenträger. Ich sage immer Berg, aber der heißt Beng-Halanzenträger. Und dann können wir wieder etwas auf die Hand geben. Das ist natürlich hier Beng-Halanzenträger im Zusammenhang mit unserer Rosenpeitsche extrem gut. Unser Gegner wird versuchen, dieses Monster zu outen. Wird vielleicht irgendwie angreifen wollen. Wir geben das Monster einfach hoch und schon bleibt sie liegen. Sehr, sehr stark. Man könnte hier auch noch, kann ich euch mal zeigen. Aufnahme ist gerade abgebrochen, von daher nochmal. Ich glaube, hier sind wir stehen geblieben. Der Kaktus, den könnten wir auch spielen, aber bei dem ist halt das Problem, dass wir diesen nicht spezial beschwören können. Das heißt, wir müssen ihn normen. Das bedeutet wiederum, wir müssen über unerwarteten Die ins Spiel kommen. Ansonsten ist der einfach useless, tatsächlich. Der wäre eine Option, wenn wir ein Side-Deck hätten. Gegen Telemetz ist der halt wirklich krass, weil er halt gar nichts spezial beschwören kann, außer Pflanzenmonster, beziehungsweise nicht mal Pflanzenmonster, glaube ich, kann man spezial beschwören. Genau, man kann gar nichts spezial beschwören. Unfassbar stark. Von daher wäre der halt, wie angesprochen, eine Option für Side-Deck, aber wir haben halt kein Side-Deck, von daher spielen wir ihn gar nicht. Und die Rosenpeitsche ist halt um einiges konstanter. So, und dann möchte ich euch noch ein Deck zeigen. Heißt einfach nur Deck. Daran habe ich tatsächlich sehr viel Gefallen gefunden, und zwar Labyrinth. Ich habe nämlich dieses Festival mitgespielt und da habe ich nur das Structure Deck von Labyrinth gespielt und ich muss sagen, das hat unfassbar viel Spaß gemacht. Also ich habe sehr viele Duelle gewonnen, auch gegen andere Labyrinth Decks, vor allem auch gegen andere Labyrinth Decks, die selbst kreiert wurden. Da sah ich tatsächlich mit dem Structure Deck auch sehr, sehr gut aus und ich muss sagen, gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Ja, wenn ich das fertig habe, dann zeige ich euch nochmal, wie gut es performen kann. Zucker, also wirklich sehr, sehr stark. So, jetzt wollen wir erstmal mit Rika ein bisschen weiter grinden. Denn ich will euch ja auch zeigen, wie gut das Deck auch performen kann. Wir haben hier schon gegen Telemens gespielt und gewonnen. Wir haben auch schon, also ich, und gegen Labyrinth habe ich auch schon gespielt und gewonnen. Auch wenn ich den Würfelwurf oder hier den Coinwurf verloren habe. So, wir würden sogar aufsteigen. Okay, das sieht sehr nach, wie heißen sie? Dragon Maids aus. Ich denke mal aber, der wird bestimmt Labyrinth spielen. Von daher bin ich mal gespannt. Wenn wir die Rosenpeitsche rauskriegen, haben wir schon gewonnen. Wenn er uns das interrupten kann, dann sieht es nicht so gut aus. Oh, die Hand ist Zucker. Die Hand ist wirklich sehr, sehr gut. So, wir beginnen natürlich mit unerwarteten Die. Wie gesagt, One-Card-Kombo. Unfassbar stark. Wir haben sogar die Ash-Blossom noch. Oh. Also ich würde mal sagen, wir haben auch die Lilly direkt auf der Hand. Das ist auch sehr, sehr gut tatsächlich. Aber ich würde jetzt erstmal predicten, wenn er uns nicht interrupten kann, dann gewinnen wir das. Nutzen natürlich den Effekt, um uns unsere Aussaat unserer Hand hinzuzufügen. Es kommt nichts und jetzt gehen wir direkt in Lilly rein, weil wir brauchen da gar nicht länger warten tatsächlich. Dann können wir nämlich unser
Kolosseum schon mal unserer Hand hinzufügen. Bauen ein bisschen Druck auf, tatsächlich auf den Gegner. Vielleicht bricht er auch gleich schon ab. So, da haben wir unser Disk-Kolosseum. Aktivieren wir auch gleich. Und suchen uns unseren Regulus. Ich finde es ein bisschen nervig, dass ich ständig gefragt werde, ob ich meine Ash aktivieren möchte. Ey, das ist doch Quatsch, Mann. Warum soll ich die jetzt aktivieren, ey? So, dann haben wir das schon mal. Dann geht es jetzt hier einfach weiter. Normale Combo jetzt. Aber wir können uns jetzt halt auch beruhigt in Pflanzen locken. Das ist jetzt auch nicht weiter schlimm. So, haben unseren Zwilling. Kriegen jetzt 1000 Damage. Ist aber kein Problem. Chaining 1 ist natürlich immer der Zwilling. Falls er eine Ghost Bill spielt, kann er sie halt jetzt nicht mehr aktivieren. Und Chaining 2 ist unser Dryas. Specialt uns jetzt aus unserem Extra-Deck unseren Heiler. Weil wir nämlich Damage bekommen haben. Und wir kriegen 1000 Lebenspunkte wieder. So. Und das ist halt auch extrem stark an Ricker, wenn man es jetzt im TCG spielen würde. Du hast die Möglichkeit, aufgrund der Lebenspunkte, die du dir schenken kannst, Matches zu gewinnen. Und das schaffst du wirklich sehr, sehr konstant in dem Deck. So, ich muss mal ein bisschen mich konzentrieren hier. Wir müssen jetzt erstmal unsere erste Jasmin holen, weil wir sonst nicht weiter Link beschwören können. So, und gehen jetzt wieder in unseren zweiten Baum tatsächlich schon. Den müsst ihr zuerst beschwören, bevor ihr jetzt den Heiler holt. So, holen jetzt unseren Heiler. Weil wir jetzt nämlich nochmal Lebenspunkte bekommen. Auch nicht once per turn. Einfach unfassbar gut. Also wirklich. So, wählen natürlich jetzt wieder unseren Dryas. Und Jasmine triggert natürlich. Und wir können uns unsere Rosenpeitsche jetzt schon mal suchen, da wir immer noch ein Normal Summon offen haben. Aber wir suchen uns erstmal unser Schneeglöckchen, damit er gar nicht erst die Ahnung hat, was wir hier alles machen können, beziehungsweise Angst hat vor der Rosenpeitsche. Packen jetzt hier unseren Baum weg. Für unser Blütenblatt. Sind jetzt in Ricker gekommen. Unfassbar stark. Packen jetzt unsere Lilly weg. Für die zweite Jasmin. Und kriegen jetzt unseren Regulus schon aufs Board, weil wir nämlich jetzt ein Feen-Monster in unserem Friedhof haben. So. Haben jetzt also unser erstes Omni-Negate. Was heißt erstes? Wir haben nur ein Omni-Negate, aber jetzt sind wir protected von Nibiru, weil der tut uns schon extrem weh. Beziehungsweise dann auch gleich vor der ersten Spell or Trap, die unser Gegner vielleicht aktiviert. Aktivieren jetzt den Effekt von Blütenblatt und adden uns unsere Pfingstrose. Und werden jetzt unseren dritten Baum beschwören. Ja, das heißt, wir brauchen wirklich alle drei Bäume. Weil wir nämlich jetzt noch einen Heiler beschwören. Das ist einfach so stark. So, wir banishen jetzt unseren Zwilling und unsere Jasmin, deren Effekt wir schon verwendet haben. Weil dieser Search-Effekt von der Jasmin ist nämlich once per copy. Wählen jetzt hier wieder unseren Dryas und können uns wieder was suchen. Und das ist jetzt unsere Rosenpeitsche. Sehr, sehr gut. So. Und gehen jetzt erstmal mit der Jasmin und hier unserem Heiler in unser Link 3 Monster. Und werden jetzt unseren Benghar-Lanzenträger erstmal Link beschwören. Oh, dieses Deck macht einfach so viel Spaß. Das ist einfach super. So. Da wir auch den Kong Kong schon auf der Hand haben, können wir uns tatsächlich Ricker Glanz direkt suchen. Ja. Via Effekt, also Tributeffekt, kriegen wir sie jetzt auch aufs Board. Und sie sucht uns natürlich jetzt eine Spell or Trap von Ricker. Und wie angesprochen ist das jetzt unser Ricker Glanz. Aktivieren jetzt noch unseren Kong Kong. Da warten wir aber noch mit dem Effekt. Denn wir aktivieren nämlich jetzt erstmal Ricker Glanz. Und da wählen wir natürlich unsere Pfingstrose. Für Tribut.
und suchen oder adden uns jetzt unsere Primel und unsere Prinzessin. Weil wir nämlich ein Monster als Tribut angeboten haben, können wir uns nämlich ein weiteres Pflanzenmonster derselben Stufe dann unserer Hand hinzufügen. Und weil wir ein Pflanzenmonster als Tribut angeboten haben, können wir jetzt unsere Primel spezial beschwören. Und sie kommt gleich hinterher. Weil wir kein Monster kontrollieren, beziehungsweise nur Pflanzenmonster. So, und jetzt gehen wir schon unsere Strenner rein. Wir hätten auch vorher schon unsere Tanzpionen Link beschwören können. Das wäre auch machbar gewesen bei der Hand. Aber ist nicht notwendig. So, Prinzessin. So, wir haben jetzt schon mal Monster Negate, Omni Negate auf dem Board. Alles sehr, sehr gut. Und wir adden uns jetzt einfach für Follow-up dann unser Regal Glanz. So. Wer denn jetzt? Doch, genau. Ja. Schneeglöckchen aktivieren. Indem wir sie als Tribut anbieten. Und jetzt kommt die Rosenpeitsche mit drauf. Und ich glaube nicht, dass er da jetzt noch großartig was machen kann. So, wir holen natürlich unseren Hyperion. Ja, wir wollen natürlich was anhängen. Wir hätten theoretisch auch unsere Pfingstrose holen können, damit wir hier noch zwei Achter dann haben, schlussendlich. Deswegen können wir sie ja immer noch normal beschwören. Das machen wir jetzt auch mal. Aber erstmal aktivieren. Haben wir doch, wir müssen noch eine Spell drin haben, ne? Genau, das Discolosseum. Genau, das ist nämlich wichtig. Wir aktivieren jetzt nämlich den Konkong und können jetzt Hyperion unchainen. Denn der kann sich nämlich jetzt eine Spell noch ranhängen. Das ist dann unser. Kann auch der unerwartete Dai sein, das ist eigentlich wurscht. Hauptsache nicht die Aussatte. Die soll nämlich im Friedhof bleiben, weil sie nicht unser Link-Monster vor einmaliger Zerstörung protected. So, und jetzt kriegen wir unsere Trap noch hin. Machen jetzt hier noch einen Normal Summon. Und aktivieren jetzt hier den Effekt, dass alle Monster, die sich derzeit auf dem Board befinden, die Pflanze auch sind, Stufe 8 erhalten. Und gehen jetzt in unsere Rika Königin. Mit den beiden. Wir müssen einen Rika-Monster noch auf dem Board haben, damit wir die Prinzessin auch aus dem Friedhof bzw. von der Hand ins Deck mischen können, damit wir halt dieses Monster Negate alive haben. So, und das kann sich, glaube ich, sehen lassen. Ich bin gespannt, ob er da was machen kann. Wenn er natürlich einen Kaiju hat oder sonstiges, das tut schon weh. Aber muss er natürlich erstmal haben. Wir haben hier einmal Tribut. Wir haben hier einmal Monster Negate, Spell Trap, nicht Spell Negate nur. Wir haben hier Omni Negate. Wir haben noch Monster Negate. Wir haben hier einmal Monster Mobs. Wir haben hier zum Hochgeben. Okay, er will was negieren. Er spielt scheinbar Sky Striker. Er will sie negieren. Ja, ist für uns total fein. Denn er kann jetzt nichts mehr machen. Also entweder kennt er die Rosenpeitsche nicht. Aber okay. Das kümmert uns gar nicht, was er da getan hat. Er wundert sich jetzt wahrscheinlich gerade, dass er nichts aktivieren kann. Okay. Ja. Er hätte ja auch noch Talent auf der Hand haben. Ah, nee, Talent kann er ja dann auch nicht mehr aktivieren. Aha, er kommt mit Mathmack um die Ecke. Okay. Wollen wir das negieren? Das können wir eigentlich negieren. Müssen wir aber eigentlich noch gar nicht. Doch, wir negieren das. Wir negieren das schon mal. Wir gehen da mal auf Nummer sicher. Ich habe überlegt wegen der Prinzessin. Aber ist nicht notwendig, dass wir das durchlassen. So, jetzt negieren wir und zerstören. Damit ist die auch gleich von der Hand weg. Er hat den Durchmesser hier reingelegt und nicht den Sigma. Also entweder hat er den Sigma noch auf der Hand. Ja, voll, gewonnen. Ja. Also ja, Rika sollte man auf jeden Fall nicht first gehen lassen. Dieses Deck ist einfach unfassbar stark. Ich glaube, ihr habt jetzt einen guten Eindruck bekommen von dem Deck. Wir sind auch schon gut gegrindet. Ihr seht es bereits. Ich habe auch den Duell Pass geholt. Und habe hier bald meinen Gamma als Begleiter. Und ja, Rank Up. Also das geht hier. Ich glaube, wir haben wirklich sehr wenig verloren. Ich habe mit Evil Twin ein bisschen verloren hier in Gold. Wir können mal reingucken. Ich glaube, wir können uns das ja angucken, ne? Matchverlauf. Ja, gewonnen, gewonnen, gewonnen. Genau, hier habe ich mit Evil Twin dann verloren. Kann man sich das angucken? Ne. Ja, hier dann auch nochmal verloren. Da habe ich auch gegen Jesse Cotton gespielt. Ja, ansonsten ja, sah es eigentlich sehr, sehr gut aus tatsächlich. Die letzten, ja. Also, ich bin gespannt. Mit Rika komme ich bestimmt bis... Gott, was gibt's denn eigentlich alles so? Ich habe ja keine Ahnung. Können wir gucken. Hier ist dann Platin.
Also ich würde sagen, mit Ricker kommen wir locker bis Diamant. Master könnte dann schon schwieriger werden. Also mal gucken. Ich glaube, hier muss ich dann wahrscheinlich Labyrinth spielen, um wirklich gut zu bestehen. Ich wollte euch noch was zeigen, fällt mir gerade ein, und zwar im Shop. Ich möchte mich mal mein Board und so mal ein bisschen auffrischen. Also ich muss mir auch noch hier Magie Vortex kaufen. Das habe ich schon fast vergessen. Denn ich will auch Dunkler Magier mal ein bisschen spielen. Bin gespannt, wie kompetitiv man das hinbekommt. Ach, jetzt bin ich wieder komplett zurückgegangen. Zubehör. Genau, Begleiter würde ich mir, glaube ich, mal ein dunkles Magiermädchen holen, wenn es das geben würde. Gibt es aber nicht. Von daher würde ich mir gerne mal ein Spielfeld holen. Ich bin mal gespannt, oder mich würde mal interessieren, welches Spielfeld findet ihr denn am schönsten? Welches sollte ich zuerst kaufen? Mich persönlich hat erstmal das von Magie Deutsche. Finde ich eigentlich richtig, richtig hübsch. Ansonsten hatte ich noch das hier oben. Cyber Universum finde ich ganz cool. Ansonsten, ja, der Rest ist so lala. Das mit Lava ist vielleicht auch noch ganz cool, aber das war es dann schon. Ja, das ist alles auch nicht cool. Gefällt mir noch nicht. Dann haben wir als Basis für den Begleiter. Ich habe halt noch nichts freigeschaltet dafür. Finde ich aber hier Katapult-Schildkröte ganz cool, muss ich gestehen. Und Kartenhüllen natürlich. Ich habe natürlich für Rika habe ich bereits die Kartenhüllen bekommen, weil ich das Solo gespielt habe. Ansonsten, Kurikara ist halt nice. Die sind auch richtig, richtig hübsch hier von Weltvermächtnis. Ansonsten, ja, vielleicht wäre noch auch cool. Aber sonst. Also die Sleeves, oder doch, die Sleeves sind schon ganz cool. Das muss man gestehen. Also da hat Konami einen guten Job gemacht, dass man da sein Deck so ein bisschen auffrischen kann, damit es ein bisschen ansehnlicher ist. Symbole finde ich alle nicht so doll. Ja. Aber es ist natürlich auch Geschmackssache. Das hier finde ich noch ganz cool. Mit dem Rahmen. Das gefällt mir auch sehr, sehr gut. Da finde ich natürlich hier den Zylinder. Super. Den magischen Zylinder. Der gefällt mir sehr gut. Hier haben wir Bösauge, genau. Ansonsten, ja. Der Zylinder sieht cool aus. Das sieht auch noch ganz cool aus. Ja, ansonsten kannst du hier noch ein paar ja, Illustrationen freischalten. Da ist das, glaube ich, das Schönste. Was halt einfach. Nicht so, es ist nicht so viel los und dennoch wirkt das so episch. Das gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Ja, ansonsten Kartenetui brauchst du halt nicht. Ja, und das war's eigentlich. Gut, meine Lieben, und damit möchte ich auch jetzt das Video erstmal beenden. Ich hoffe natürlich, dass euch dieser Master-Duel-Content so ein bisschen gefällt. Wenn dem so war, dann gerne liken. Und wenn ihr noch kein Abonnent seid, würde es mich natürlich riesig freuen, wenn ihr jetzt auch auf den Abo-Button klicken würdet, um mich weiter zu supporten auf dem Weg zu 4000 Abonnenten. Und damit würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht's gut, haut rein, ciao.